Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir hier bei Your Next Hotel. Mein Name ist Christopher und ich bin mal wieder für euch unterwegs. Und zwar in der Türkei, in Side, und darf euch heute das von Resort Elite vorstellen. Ich bin sehr gespannt, was mich erwarten wird. Let's go! Und denkt doch daran, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich auch die Glocke zu aktivieren. Das von Resort Elite hat keine eigene Rezeption. Der Check-in erfolgt hier über das von Resort Golden Coast. Aber ihr habt hier ein Front Office. Das heißt, wenn ihr Wünsche oder Anregungen oder irgendwelche Belange habt, habt ihr immer einen direkten Ansprechpartner. Wir haben gerade eben unsere Keycard bekommen und ich freue mich wahnsinnig darauf, dir das Zimmer nun zu zeigen. Welches war es denn jetzt? Das oder das? Achso, upsie. Ja, wir haben hier wirklich ein schönes, helles, lichtdurchflutetes Zimmer mit einem großen King-Size-Bett, einem Single-Bett. Und was mir ganz toll gefällt, ist die Deckenhöhe, da wir uns im Dachgeschoss befinden. Dann gibt es hier einmal eine Kaffee- und Teestation. Wir haben einen TV sowie eine Minibar, die bei All-Inclusive mit inkludiert ist. Es gibt Softgetränke und sogar auch Bier und natürlich Wasser. Dann haben wir eine Kofferablegestation sowie einen sehr großen Kleiderschrank mit einem Ganzkörperspiegel und der Safe ist darin enthalten. Und jetzt zeige ich euch noch das Badezimmer. Und zwar haben wir hier ein Waschbecken mit viel Ablagefläche, es gibt Beauty-Utensilien, ein WC, ein Föhn natürlich und eine sehr große bodengleiche Dusche. Und jetzt zeige ich euch noch den Ausblick vom Balkon. Hier gibt es ebenfalls nochmal zwei Stühle, einen Tisch und dann blicken wir hier auf die Poollandschaft hinaus. Das Schöne am von Resort Elite ist, dass es eine etwas kleinere Anlage ist und dadurch bietet es wirklich sehr viel Platz für Privatsphäre. Dies merkt man unter anderem zum Beispiel auch im Hauptrestaurant, das sich hier unten befindet. Es ist einfach nicht so stark frequentiert und man findet immer leicht einen Platz. Hier ist dann noch der Pool sowie die Kids Area und im Hintergrund lässt sich recht gut der Gebäudekomplex erkennen. Und dann gibt es noch das Blue Lagoon und hier findet ihr tagsüber oder auch abends immer erfrischende Getränke. Direkt hinter den Palmen beginnt das von Resort Golden Coast und diese Anlage könnt ihr auch noch komplett mitnutzen. Und da möchte ich noch ein bisschen Werbung machen für mich und meinen Kanal. Schaut doch gerne mal meine YouTube-Kanalseite durch. Vielleicht entdeckt der ein oder andere von euch ein Hotel, das dein nächstes sein könnte. Und es wäre super, würdet ihr mich unterstützen, indem ihr mich und meinen YouTube-Kanal abonniert. Herzlichen Dank. Die Terrasse des Hotels gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Man sitzt hier im Freien, hat den perfekten Sonnenschutz und dann ist es komplett im Grün mit einer absoluten Blütenpracht. Ich möchte dir jetzt noch einen Überblick geben über die drei von Resort Hotels. Und zwar lässt sich das recht gut auf dieser Karte zeigen. Wir haben hier einmal das von Resort Golden Beach mit 652 Zimmern. Des Weiteren ist hier integriert der Aquapark. Alle Gäste aus allen drei Hotels haben die Möglichkeit, diesen Aquapark zu nutzen. Dann haben wir hier unten am Strand das von Resort Golden Coast. Hier warten auf dich 404 Zimmer. Und hier unten liegend gibt es dann das von Resort Elite. Hier warten auf dich 180 Zimmer. Dieser Pool hier vom Elite sowie das Main Restaurant ist auch nur für die Elite-Gäste vorgesehen. Die Elite-Gäste haben aber dennoch die Möglichkeit, die gesamte Anlage vom Golden Coast mitzunutzen. Gemeinsam geteilt wird sich dann wieder der Strand und es wurde ein Steg ins Meer hinausgebaut. Genau.
zwischen dem Pool und dem Strand hat man hier eine wirklich tolle Gartenanlage. Hier ist es ein bisschen ruhiger, es gibt überall Sitzmöglichkeiten, es ist palmengesäumt und dann findet man hier gleich drüben eine Tischtennis-Area und einen Kakteengarten sowie das Gösslimme-Haus. Der Strandabschnitt von den drei von Ressorts Hotels ist wirklich traumhaft schön. Es ist ein feiner Sandstrand und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr unter einen festen Sonnenschutz liegen wollt oder auch unter Sonnenschirme. Und des Weiteren ist das Meer leicht flach abfallend, das heißt, der Zugang dazu ist wirklich sehr angenehm. Und was mir wirklich extrem gut an diesem Hotel gefällt, ist dieser Steg, den man hier ins Meer hinausgebaut hat. Denn es ist nicht nur ein Steg, von dem ihr einfach ins Wasser jumpen könnt, sondern man hat hier eine Bar mit integriert. Das heißt, ihr bekommt immer erfrischende Getränke. Und das ganz Tolle ist, hier an der Seite gibt es verschiedene Pavillons, die könnt ihr euch buchen und könnt wirklich euren Traumurlaub in vollen Zügen genießen. An dieser Stelle habe ich nur noch etwas für dich. Und zwar, um dich bei deiner Buchung zu unterstützen, packe ich dir sehr gerne einen Buchungslink in die Videobeschreibung. Du hast die Möglichkeit, dieses Hotel oder auch irgendein anderes Hotel deiner Wahl als Pauschalreise oder auch nur das Hotel zu buchen. Ich möchte betonen, dir entstehen hierbei keinerlei Zusatzkosten, aber du könntest mich als deinen YouTube-Creator unterstützen. Vielen, vielen Dank. Für reichlich Wasserspaß ist natürlich auch gesorgt. Es gibt insgesamt 13 verschiedene Rutschen. 9 findet ihr hier für Erwachsene. Und unterhalb der Rutschen findet ihr die Snackbar. Und hier gibt es tagsüber immer was zum Trinken und auch natürlich zum Essen. Für euch Kleinen gibt es aber natürlich auch noch Wasserrutschen. Und zwar findet ihr hinten gleich 4 Wasserrutschen. Und es gibt hier noch einen eigenen separaten Pool. Im Spa und Wellness könnt ihr es euch gut gehen lassen und ganz besonders hat mir gefallen der Indoor-Pool, denn der ist wie in so einem Gewächshaus und ihr habt immer den Blick nach draußen ins schöne Grüne. Das Fitnessstudio lässt wirklich keinerlei Wünsche offen. Ihr habt hier einen Turm für individuelle Übungen, Freihanteln oder auch Laufbänder und das alles mit Ausblick in den wunderschön angelegten Garten.
hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch sehr gerne einen Daumen und einen Kommentar. Und es wäre super, würdet ihr mich unterstützen, indem ihr mich und meinen Kanal abonniert. Und freut euch auf noch ganz, ganz viele weitere Videos hier bei Your Next Hotel. Ciao.